Hi, mein Name ist Arne. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du Verspannungen, Schmerzen und natürlich auch Triggerpunkte effektiv lösen kannst. Das Ganze machen wir mit unseren Faszienprodukten aus der Arts Vitality Serie. Die sind aus Kork und ich zeige dir jetzt, wie wir von unten nach oben arbeiten und wir starten mit dem Korkball und der Fußsohle. Leg dir den einmal auf den Boden, am besten funktioniert das im Stehen, das kannst du aber auch im Sitzen machen, also während du arbeitest, kannst du dir auch im Homeoffice ein bisschen die Fußsohlen wirklich massieren. Hier hast du viele Reflexzonen, die du massieren kannst. Unser Fußgewölbe verspannt auch gerne und das gesamte Fasziennetz zieht sich dann ja auch über die hintere Kette nach oben. Mach das ruhig mal so ein paar Mal, kreisende Bewegung, flächendeckende Bewegung und wenn du mal die Ferse so ein bisschen massieren möchtest, gehst du in so einer High-Heel-Position und verschiebst die Ferse leicht nach rechts und links. Ich zeige dir das Ganze jetzt nur auf einer Seite. Du machst das Ganze natürlich immer auf beiden Seiten. Wir kommen jetzt zum nächsten Produkt und zwar zum Duoball und zur Wadenmuskulatur. Setz dich hierfür einmal hin, platziere den Duoball einmal so, dass die Wade wirklich gerade drauf liegt. Bei dem Duoball hast du den Unterschied zu der Faszienrolle zum Beispiel, dass du eine leichte Aussparung hast. Den Fuß, den anderen aufstellen, Gewicht leicht nach oben drücken und dann beginnst du hier die komplette Unterseite der Wade auszurollen und vor allen Dingen hat man auch hier mit dem Duoball die Möglichkeit, wirklich bis in den Achillesbereich hineinzurollen. Und wenn ich das Ganze jetzt punktuell mehr haben möchte, dann würde ich einfach den Ball nehmen, dann funktioniert es natürlich auch. Und hier erreiche ich aber wirklich punktuell Triggerpunkte, kann das Ganze mal halten. Teste das aus, was für dich am besten ist. Wenn du größere Flächen erreichen möchtest, wie zum Beispiel die vordere Oberschenkelmuskulatur, empfehle ich dir auch die größere Rolle. Dafür gehen wir mal in die Bauchlage. Ich zeige dir jetzt mal eine Variante, wie wir das Ganze vorne ausrollen. Du gehst in einen Unterarmstütz, hebst den Fuß, den du jetzt hier ausrollst, oder das Bein hebst du an, Kniegelenk anheben und dann erstmal leicht nach vorne verlagern, bis zur Hüfte nach vorne schieben und wieder ranziehen. Wenn du jetzt mit dem Fuß mal so kleine Spielereien machst, den nach außen drehst, dann erreichst du nochmal ganz andere Muskelketten im inneren Bereich. Du kannst mit dem Fuß auch mal leicht nach innen gehen und wenn du Stellen merkst, die richtig schmerzen, einfach mal halten und dann den Druck langsam wieder lösen. Jetzt kommen wir zu einem Bereich, der wohl bei uns am meisten verspannt ist und den du wahrscheinlich auch am meisten merken wirst, und zwar die seitliche Oberschenkelfaszie. Dazu platzierst du die Rolle, die eignet sich dazu am besten. Setz den oberen Fuß auf und lässt das untere Bein schweben. Den Arm ziehst du so ein bisschen vor und gehst von hier aus jetzt einmal und rollst über die gesamte seitliche Faszie. Das kann am Anfang hier auch mal so ein bisschen unangenehm sein, aber das ist völlig normal. Ich merke das jetzt auch. Langsam beginnen, mit dem Fuß, mit der Hand leicht stützen. Und umso öfter du das machst, umso angenehmer wird's. So, kommen wir eine Partie weiter. Wir gehen ans Gesäß. Dafür nehme ich jetzt nochmal den Ball. Platziere den unter deinem Gesäß. Die eine Seite so ein bisschen anheben, die du ausrollst. Und dann hier den Gesäßmuskel einfach mit so leichten, kreisenden Bewegungen massieren. Lösen. Ich zeige dir heute ja mal so die Übungsbeispiele. Du kannst selber für dich entscheiden, welche Partie am meisten verspannt ist und wie lange du das für dich machen möchtest. Wir kommen jetzt zur großen Rückenmuskulatur. Dazu platzierst du die Rolle im unteren Lendenwirbelbereich. Achte immer darauf, wenn du jetzt gleich beginnst, das Ganze zu heben, nach vorne zu krabbeln und bis zum mittleren Schulterbereich. Wenn du zurückgehst, du kannst auch erstmal die Hände hier leicht so ein bisschen unterstützen, wieder nach vorne rollen. Und wenn dir das zu heftig ist, dann kannst du diese Übung auch einfach erstmal
an der Wand machen. Die zeige ich dir jetzt nochmal an der Wand und dann gehen wir auch nochmal an die obere Schulterblattmuskulatur. Ja, die Übung, die ich dir vorhin gerade auf der Matte gezeigt habe, ist am Anfang im Stehen nochmal etwas angenehmer. Du platzierst die Rolle genauso, kannst die Hände leicht nach vorne nehmen und dann lässt du dich von hier aus nach unten sinken. Dadurch hast du die Unterstützung der Beine und dann von hier aus wirklich so in den Rückenbereich rollen. Wenn du merkst, dass du ein bisschen höher gehen möchtest, platzier die Rolle einfach ein bisschen höher. Dann kommst du hier in den oberen Rückenbereich und kannst dich dann langsam dahin arbeiten. Wenn du dich irgendwann daran gewöhnt hast, machst du das Ganze auf der Matte. Ich zeige dir direkt die nächste Übung. Dazu wechseln wir nochmal zum Ball und wir gehen jetzt hier an die obere Schulterblattmuskulatur. Hiermit kannst du jetzt eine Eigenmassage machen. Das heißt, du stellst dich erstmal locker hin, findest den Punkt und kannst jetzt entlang des Schulterblatts mit dem Korkball entlang rollen. Kannst den Druck auch etwas mal erhöhen, indem du den Rücken etwas runder machst. Dann wird es noch etwas intensiver. Und dann von hier aus einmal lösen. Die letzten zwei Übungen zeige ich dir wieder auf der Matte. So, ich zeige dir jetzt noch zwei wertvolle Übungen für zwei Muskelgruppen, die häufig verspannen, wenn wir zum Beispiel am Computer sitzen. Einmal für die Unterarme und den Nackenbereich. Wir starten mit dem Duo-Ball. Dafür kannst du dich einmal in den leichten vorgebeugte Hocke begeben und dann gehst du hier, startest du mit dem Daumen nach oben zeigend und rollst die Unterarme aus. Dann drehst du die Handfläche einfach mal, erreichst wirklich die Unterarmmuskulatur und kannst die Hand natürlich auch nochmal so rumdrehen, dass du die andere Seite erreichst. Die Übung kannst du währenddessen auch am Schreibtisch ausführen, wo du den Arm zwischendurch einfach mal eine kurze Pause gönnst. Wir bleiben bei dem Produkt und jetzt kommen wir zur Halsmuskulatur. Leg dich dazu einmal entspannt hin und platziere das Ganze erstmal einmal so, dass du merkst, dass du hier so leicht nach unten rollst, den Hals-Nackenbereich. Und vielleicht findest du genau die beiden Punkte hier, wo du am meisten Druck verspürst. Und dann ruhig mal einmal so ein bisschen nach unten fließen lassen. Die Rolle noch mal kurz hochziehen. Und dann mit leichtem Druck so eine Massage ausführen. Das geht wirklich ganz, ganz langsam. Und dann kannst du gerne den Kopf noch mal genauso halten, gerade ausrichten und dann so einen leichten Druck nach rechts und links ausführen. Und wenn du magst, gib mir die Rolle einmal noch mal etwas tiefer, leg den Kopf ab und wenn du dann nach rechts und links gehst, hast du noch mal genau die seitlichen Stränge, die hier zur Verspannung neigen und dann darfst du einmal lösen. Ja, so hast du ein paar wertvolle Tipps, die du nicht nur während der Arbeit, sondern natürlich auch nach der Arbeit mit unseren Faszienprodukten ausführen kannst. Und ich wünsche dir viel Spaß beim Entspannen.